Es geht weiter mit dem Aufräumen. Wahn, so sieht es hier gerade aus. Momentan, da sind meine Tassen und alles. Und hier ist was. Das wird auch so bleiben. Aber das möchte ich doch wegtun, dieses Holzbrett. Das stört mich da doch. Dann habe ich hier Kekse drin, die ich wirklich, weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Damit werde ich Käsekuchen machen. Das auch für Käsekuchen. Die werde ich jetzt schneiden und die dann in die Tiefkühltruhe tun. Vielleicht mache ich das auch heute Abend, wenn Michael schläft, dann ist das, geht das schneller und einfacher. Jetzt ist er gerade bei mir. Und ja, das muss auch weg alles. Ja, mal gucken, wie ich das jetzt hier alles sortiere. Es ist endlich aufgeräumt und clean. Endlich, Leute. Ihr wisst nicht, was da für Krümel in dieser Brotbox waren. Wirklich, echt lange nicht mehr sauber gemacht. Ja, hier vorne habe ich die Tassen weggeräumt, also die davor waren. Die waren einfach zu viel. Ich habe die auch nicht so benutzt. Das sind meine Lieblingstassen. Die anderen sind nicht so handlich wie die. Kennt ihr? Also man hat ja immer so seine Favoriten und mittlerweile weiß ich ja, was ich mag und was nicht. Hier ist mein Gerät. Ei, ei, schön, schön. Ich mag es sehr, sehr gerne. Momentan benutze ich es viel, viel mehr als früher. Ich muss mal Feen wieder überreden, dass der mir wieder mal Lahmacun macht. Dann machen wir Teig hier drin und die Füllung macht Feen, weil der macht das irgendwie so, so gut. Keine Ahnung. Der macht es auf jeden Fall viel besser als ich. Das muss ich aber zugeben, ne? Bei uns ist das Kochen ja auch aufgeteilt, also 50-50. Ich weiß nicht, ob ihr es auch wusstet. Früher, als Feen noch so Jugendlicher war, hatten die Eltern auch einen Dönerladen hier in Hagen. Und deswegen kann Fehm auch so gut kochen oder besser gesagt, er kann gut mit so Fleischgerichten umgehen. Deswegen lasse ich ihn da auch sehr, sehr oft an die Küche. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Auch in meiner Wochenbettzeit war er mir eine sehr, sehr große Hilfe. Also wirklich, ich war froh, dass ich ihn da hatte. Obst habe ich jetzt hier drauf gepackt. Es ist wirklich nicht viel. Hier ist eine Süßkartoffel und Avocado, die sind auch für Michael, denn ich mache, ja, habe ich ja schon gesagt, diese breifreie Ernährung. Mal gucken, wie er es annimmt. Also bis jetzt läuft ganz gut. Und ja, Äpfel für mich noch. Ich weiß noch nicht, ob man Äpfel geben kann oder wann. Das muss ich immer alles, mache ich immer dann, entscheide ich immer spontan. Bananen wollte ich ihm jetzt auch die Tage irgendwann geben. Mal gucken. Ich habe Angst, dass das ihn zu sehr verstopft, aber mal sehen. Karotte hat er bis jetzt auch ganz gut vertragen. Joa, mal gucken. Mein Sprudler finde ich richtig gut. Das einzige Problem, ich habe ihn gerade sauber gemacht und ihr kennt es ganz gut. Da sind noch so ganz komische Flecken. Egal was ich mache, Glasreiniger habe ich schon probiert. Ich weiß nicht mehr. Ich bin jetzt einfach, ich lasse es jetzt einfach so. Vielleicht habt ihr einen Geheimtipp, wie man solche Dinge hier so sauber kriegt. Mal gucken. Ja, hier ist die Brot. Box und da das Ding. Das habe ich auch mal komplett einmal sauber gemacht. War auch mal lange bitterlich nötig. Einmal komplett alles, habe alles runtergenommen und ja, jetzt ist das Ganze hier ordentlich. Ich bin glücklich. Es geht weiter mit dem Aufräumen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsregal. Ja, mittlerweile ist es ein bisschen durcheinander. Die Schriften passen auch nicht mehr. Das sind keine Dinkelnudeln. Aber ich werde es mal komplett einmal runternehmen und einmal durchwischen. So viel verändern werde ich jetzt dort, denke ich mal, nicht. Aber für einen Vorher-Nachher-Effekt wird es auf jeden Fall reichen. Sieht echt schön staubig hier aus. Ich mache es wirklich regelmäßig, aber trotzdem, ne? Man kommt nicht hinterher. So viel Schmutz wieder. Sieht das Ganze jetzt aus? Viel, viel besser, viel ordentlicher. Und jetzt sind auch nur die Sachen da, die ich wirklich täglich benutze. Besser gesagt, zum Kochen benutze, wie Reis und Nudeln und sowas. Ja. Rote Linsen müsste ich mal wieder Magic Make Sure was machen und gucken, ob der Kleine das jetzt erträgt. Weil als er so einen Monat alt war, hatte ich das getrunken und er hat es nicht so gut vertragen. Ja, so sieht es jetzt hier aus. So seht ihr mich in diesem Video doch noch. Eine kleine Pause. Ich habe auch gestern Abend noch gebadet und habe mir jetzt gerade mal meine Haare eben geglättet. Pullover ist ungebügelt, aber das ist auch ganz egal, denn ich tue den Kleinen jetzt in die Trage. Und wir gehen eine Runde spazieren, frische Luft schnappen, eine kleine Minipause während des Aufräumens. Und ja, diese Kleinigkeit mit den Haarglätten, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wirklich, das tut einfach so gut, etwas Kleines für sich zu tun. Ja, manchmal lasse ich das auch so schleifen. Und dann, wenn ich es wieder mache, dann denke ich mir so, warum mache ich es nicht jedes Mal? So ist das als Mama, ne? Nee.
Maschalolema. 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 So, zu unserem Glück muss es natürlich auch noch regnen. Aber wir haben jetzt schon so einen Regenschirm. Michael hat sein Rollwack-Anzug an. Auch seine Socken. Ich mache jetzt nochmal meine Jacke zu. Denn es ist doch schon sehr, sehr windig. Ja, und wir sind gerade auf dem Weg auch noch zum Bioladen. Zurück zu Hause. Zeige ich euch einmal, was ich mitgenommen habe beim Bioladen. Und zwar einmal die Lichtquelle. Oh, das will ich nicht aussprechen. St. Leonhards Quelle. Sorry für meine Aussprache. Auf jeden Fall habe ich letztens mir gekauft Sonnenquelle und die fand ich richtig gut. Deswegen habe ich jetzt gedacht, dann habe ich mir so eine Landgurke mitgenommen. Und das habe ich mir genommen. Sind so, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die heißen. Kumakt? Kuakt? Keine Ahnung. Sind aus den Mini-Orangen. Ich habe keine Ahnung, wie die schmecken. Ich glaube, ich habe das mal gegessen, aber ich habe keine Erinnerung mehr. Und habe gedacht, das können wir jetzt mal schön mit Feen probieren. Ich habe mal so ein bisschen was mitgenommen, wollte jetzt nicht übertreiben, weil ich weiß ja nicht, wie die schmecken und ob sie uns schmecken. Und ja, mein Wasser. Weil wir haben eigentlich alles zu Hause da und momentan Gurken leckere zu finden echt schwierig. Deswegen habe ich jetzt mal gedacht, teste ich mal die vom Bioladen. Die hat jetzt auch 1,35 gekostet. Die beim Aldi kosten auch 1,35. Momentan sind sie so teuer. Ich weiß nicht, wo Gurken 35 Cent gekostet haben. Was für ein Unterschied. Aber wir wollen ja jetzt ein bisschen was ändern. Deshalb nicht wir, sondern ich möchte hier so ein bisschen was ändern. Und ja, wenn wir dann auf unsere Süßigkeiten verzichten, können wir dann auch bessere und hoffentlich qualitativ bessere Bio-Produkte kaufen. Und das ist so mein Ziel. Deswegen mache ich das ganze Jahr, dass wir keine Süßigkeiten mehr holen, mehr Obst und Gemüse essen. Da muss ich vielen doch überzeugen, mehr Obst zu essen. Deswegen sind solche Testversuche mal ganz gut. Ich nehme euch mal mit. Als nächstes möchte ich hier aufräumen. Ich hatte das eigentlich schon hier aufgeräumt. Man sieht es ein bisschen. Aber mir gefällt es nicht, denn ich komme hier an die Sachen gar nicht mit ran. Und ich hatte für ihn mal gesagt, die sollen mir mal von Ikea diese Boxen hier holen. Für die Klamotten von Michael. Aber ich habe jetzt die Klamotten doch vakuumiert. Meine Freundin hatte das nämlich auch gemacht. Da habe ich gedacht, okay, warum machst du das nicht auch? Klappt vielleicht besser. Und ja, weil so muss ich jetzt nicht so Kisten sammeln, sondern habe das vakuumiert und die Sachen bleiben auch frisch. Und ich hatte auch die Befürchtung, wenn ich die so in Kisten habe, dass die vielleicht irgendwelche Motten oder so kriegen. Deswegen, ja, habe ich jetzt so zwei Kisten. Und diese zwei Kisten müssten meiner Meinung nach auch beide hier nebeneinander reinpassen. Ja, mal gucken, wie ich das Ganze jetzt hier gestalte. Und natürlich ist Michael auch dabei. Hey, ich habe es geschafft. Guckt mal, beide haben sogar reingepasst. Und ja, jetzt ist alles geordnet. Ich kann jetzt hier ganz einfach dran. Hier sind die Feuchtetücher, die benutze ich wirklich nur selten. Einmal Handschuhe. Zu Corona-Zeiten hatten wir wirklich ganz viele Packungen. Ich habe das jetzt hier so reingepackt, dass ich das viel einfacher rauskriege. Schubkäsche. Alhamdulillah. Ja. wo war ich denn stehen geblieben? Also, hier kriege ich das viel einfacher raus, denn diese Packung, die da drum ist, die bringt einfach nichts. Hier sind dann halt noch Auffüller. Ich benutze die wirklich selten, deswegen sind da halt so viele. Das Zeug ist wirklich so, so gut für den Herd. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Glasreiniger habe ich hier. Glasspüler für die Spülmaschine finde ich auch richtig gut. Und da sind auch so Nachfüllsachen, die ich dann hier auffüllen kann. Swiffer, ne? Spülmaschinentabs. Ich bin jetzt wieder gewechselt zu denen, weil die sind einfach gut. Mal gucken, wie lange. Ich werde mich nochmal durchtesten. Ich habe hier diese Packung und dann habe ich hier noch eine Packung. Aber so, wenn ihr Tipps haben wollt, Sachen, die ich für den Haushalt benutze, kann ich euch gerne noch ein extra Video drehen. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Viel, viel, viel besser. Ich bin so glücklich. Ach Mensch. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Vielleicht drehe ich das noch um, dass das hier da hinten ist, aber kann ich das nicht abmachen? Ah, muss ich abmachen. Gefällt mir nicht. Moment. Nee. Also diese Klebesachen abmachen, das ist auch immer Katastrophe, ne? Egal, kann jetzt so bleiben. Das hat ja auch noch reingepasst. Also wirklich super. So, ich habe das Ganze jetzt mal halbiert. Fee möchte wieder nicht probieren. Typisch Fee.
Ich habe mal gegoogelt und zwar ist das auch eine Orangenart. Also habe ich auch nicht gelogen eben. Und da ist auch so ein Kern und so. Es riecht wirklich komplett nach Orange. Es ist wirklich wie so eine Mini-Orange. Aber Leute, sowas von sauer. Man kann es auch mit der Schale essen, aber würde ich jetzt nicht machen. Aber so, also so sauer, fast wie so eine Zitrone, ey. Würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen zu kaufen, wenn ihr das mal seht. Eigentlich lecker wäre jetzt Sommer, aber jetzt für den Winter, ich meine, Vitamine sind auch gut. Aber so eine kleine Mini-Orange, denke ich, wird mir nicht schaden. Jeden Tag, gut, dass ich nicht so viele geholt habe. Aber das ist so wie Center Shop, ich sag's euch. Richtig, richtig heftig. Ja, ihr habt jetzt gesehen, ich war so ein bisschen draußen, habe hier weiter aufgeräumt. Ich weiß jetzt auch, bin ich mit der Küche fertig? Ah, Kühlschrank ist noch dran. Das werde ich aber auch die Tage dann machen. Dann alles an einem Tag, so wie früher, schaffe ich nicht mit Baby. Früher hätte ich das alles an einem Vormittag ganz easy gemacht. Komplett hier alles aufgeräumt. Jetzt habe ich das so auf mehrere Tage aufgeteilt. Und so ist es auch angenehm. Ich mache mir da keinen Druck mehr wie früher. Also ganz, ganz gechillt. Und ja, so läuft es auch besser. So habe ich auch mehr Ideen immer, um etwas anders zu machen. Ja. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da und lasst auch gerne einen Kommentar da. Dann sehe ich auch, dass ihr hier alle da seid.